da war Ranitzky und hat sich aufgeregt, irgendwie. Also ich kriege ihn nicht gut hin, aber so ein, das ist keine Literatur, ja, das ist ein Fundwerk, das ist nicht mal ein Ding, das kann man nicht einmal Buch nennen. Ja. Und dann sind aber alle auf ihn losgegangen und haben ihm erklärt, dass er das Buch nicht verstanden hat. Und zwar alle geschlossen. Das und dann irgendwann so ein, das habe ich gar nicht gemerkt. Da muss ich es vielleicht noch einmal lesen. Und ich so, wow, also der Typ, der so für seine Tiraden bekannt ist, dass der dann auch mal sich in dieses, dann muss ich falsch gelegen haben, trotz dieses energischen reinbringt. Das finde ich eigentlich auch sehr bewundernswert an der Stelle. Da gehört was dazu, ja. Wie geil das wäre, wenn Marcel Reichernitzky hier meine Texte kritisieren würde. In der Aufnahme. Wie geil das wäre, wenn der mir das dann um die Ohren haut. Das wäre unglaublicher Nonsens, den sie hier verspreiten, Kraus. Das finde ich fantastisch. Also da würde ich Kritik, ich bin ja ich tue mich schwer mit Kritik. Aber da würde ich mit offenen Armen würde ich die Kritik entgegennehmen und mich in ihr suhlen. Das ist ja tatsächlich was beim US-Sport so krass ist, dass so Talking Heads, so dass du so Menschen hast, die eigentlich nur für Hot Takes da sind. So, der ist der bekannteste von ESPN, ist so Stephen A. Smith, der halt komplett charismatisch einen Rant loslässt. So, das ist eigentlich jeden Tag ist der da und lässt halt zum aktuellen Thema einen Rant und eine unglaublich eigene Meinung und halt wirklich so stolz geschwellte Brust und halt kann halt gefühlt, keine Ahnung, du sagst dem halt, jetzt tu mal energisch und dramatisch für 10 Minuten über dieses Thema und dann hau dir das raus. Also ich habe auch mal ein Interview mit dem gehört, das ist ja eine Gabe, also es ist ja wirklich eine Gabe, dass du halt quasi mit so viel Energie und so viel gefühlter Leidenschaft halt dann jedes Thema irgendwie sofort dein Engel halt perfekt artikulieren kannst. So. Also das ist tatsächlich eine Kunst, ja. Interessant, dass du das jetzt erzählst. Ich habe in den letzten 10 Jahren bestimmt eine Folge Simpsons geguckt und da ging es genau um dieses Thema. Was, um Stephen A. Smith und Marcel Reich-Ranitzky? Nein, um diese... Die Folge will ich genau sehen. Genau, nein, ich auch sehen. Sport-Rants und okay. Homer macht irgendwie einen YouTube-Kanal auf, in dem er irgendwie über Sport reden will und sich über Sport aufregen will und dann läuft es aber nur darauf hinaus, dass es ein Kanal ist, wo er seinen Sohn verprügelt und damit weltberühmt wird. Okay, bin mir nicht sicher, ob die richtige Botschaft da mal wieder durchkommt, aber ist ja alles Satire. Also, Philipp. Ja. Ich muss mal aufs Klo. Soll ich euch mitnehmen? Du kannst ruhig mal kurz gehen. Ich habe ein das paar Danksagungen. Das wäre so witzig, wenn Obama einfach in dem Moment kommt, wie ich hier so pinkle. Nein, also, um das jetzt ein bisschen einzusortieren, also A, ich habe jetzt nichts Krasses vorbereitet, aber es wird einen Zeitpunkt geben, da werden Dinge passieren. Oh nein! Was ich aber an der Stelle schon mal plagen möchte. Hast du es ja, was ich an der Stelle schon mal plagen möchte, ist, ich habe einen neuen Podcast gestartet und was soll ich sagen, Jürgen war zu Gast. Der Podcast heißt Philips Podcast Pastete und ist abzurufen unter podcastpastete.de und Jürgen wird zu Gast gewesen sein. Da kommt jetzt ab sofort dieses, man müsste mal einen Podcast machen zu von mir. Das kommt alles da rein. Hört rein, wenn ihr wollt. Ich würde mich sehr freuen. Jürgen war auch zu Gast und wird aber noch, also wenn diese Folge frisch zu hören sein wird, ist, glaube ich, Jürgen noch nicht zu hören bei mir. Genau. Das ist so verrückt. Ich möchte aber betonen, dass ich um 12 Uhr nachts beim Release live dabei war. Wirklich? Du bist ja nachts wach geblieben? Ja. Holy shit. Ich habe die letzte Stunde wirklich noch überbrückt, damit ich der Erste bin, der das quasi direkt downloadet. Wow, das ist jetzt echt dein Ernst? Das habe ich dir auf Twitter geschrieben, du hast das ja, irgendwie überhaupt nicht ja, ernst ich habe gedacht, ja, guter Spruch oder so. Nein, ich gebe zu, dass ich es nicht in der Gänze dann um 12 Uhr nachts gehört habe, aber ja, ich habe ja okay. Hab einen Screenshot geschickt. Nein, aber ich habe sogar einen Beweis-Screenshot geschickt auf Twitter, muss mal gucken. Ja. Fantastisch. Jürgen, was sagst du dazu? Dieses Internet. Na, wir haben ja gerade schon gesagt, du hast gesagt, es ist fantastisch, die Folge, in der ich zu Gast bin. Und ich habe gesagt, da steht jetzt dann Aussage gegen Aussage. Ja, aber es kommen ja noch ein paar andere Gäste zuvor auch zu Wort. Auch einige ja, Podcast-Berühmtheiten, da bin ich schon sehr stolz darauf, dass ich die für das Projekt gewinnen konnte. Ja, hast ja schon gesagt, dass ich da war. Ja. Danke. Oh, wir haben 19.25 Uhr. Wartet mal bitte kurz. Jetzt switcht er erstmal in Swahili. Mhm. Ich habe auch, wenn es jetzt darum geht, dass der Philipp jemand in diesen Kanal holt, habe ich überhaupt keine Sorge, weil er kriegt auch nicht hin, diesen Kanalnamen richtig einzutippen. Also da habe ich jetzt keine Sorge, dass irgendwas passiert. Das ist wirklich einfach nur noch gemein, so.
Okay. 3, 2. Also wenn du jetzt irgendwie eine Aufnahme von meinem verstorbenen Vater rausziehst oder so, was ich dann mache, dann Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen Sie alle an die Eier ran. Bei uns und allen in der Stadt und auf dem Land. Eieiei, als Eiermann und Eiermann bekannt. Moin, hier sind Klaus und Klaus. Und wir grüßen ganz besonders auf diesem Weg den lieben Jürgen Kraus. Ja, genau. Du bist gemeint, lieber Jürgen. Du hast ja zusammen mit Dominik und Philipp einen richtig geilen Podcast. Ach. Ja, wie jetzt? Ach. Der Podcast heißt Ach. Das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ach. Genau. Und in diesem Podcast, wo es um historisch inspirierenden und künstlerisch hochwertigen Humor geht, da gehören wir ja aber alle mal rein. Doch, dachte sich auch der Philipp Weismann. Und deshalb singen wir jetzt noch einen unserer größten historischen und vermittelten. Ja, und wertvollsten Hits. Und künstlerisch. Ja. Pass auf. An der Nordseeküste. Am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Jawoll! Ach, würde ich sagen. Tja. Wie geil seid ihr denn? Ich möchte einfach nur noch vor Glück sterben. Warum sind die jetzt wieder weg? Die waren noch gerade da. Das ist unfassbar. Ich habe einen Moment lang gedacht, die wären live, was auch irgendwie erklärt hätte, warum wir warten sollen. Aber das habe ich. Okay. Also erstens, Spoiler für euch. Eine Pause. Zweitens, Spoiler für euch. Ich habe den Jitsi-Call gerade auch zusätzlich noch mit Video aufgenommen. Können wir vielleicht irgendwann mal raushauen oder keine Ahnung, was wir damit machen. Aber das war ja jetzt ein Einspieler, warum habt ihr denn diesen Einspieler nicht gleich am Anfang einspielen können? Das habe ich irgendwie nicht kapiert. Wie geil! Boah, ich schmeiß mich weg. War das jetzt Klaus und Klaus oder war da Andreas dabei? Nee, das war Klaus und Klaus. Das ist so gut. Ich weiß nicht, deutsche Schlager wiederholen sich in meinem Leben, das ist echt der Hit. Ich hatte bei meiner Trauung gab es ja Muss ich denn zum Städterle hinaus und jetzt das. Das ist quasi gleich auf mit dem schönsten Moment in meinem Leben. Also tatsächlich habe ich den Jürgen noch nie so glücklich gesehen. Und ich war bei seiner Hochzeit. Und das Zweite ist, wie zum Geier hast du das gemacht? Waren das Lookalikes? Wie viel Geld ist geflossen? Sag die Wahrheit. Schweigen und lächeln. Also, an der Stelle möchte ich kurz was erwähnen. Und ich glaube, ich sag nicht zu viel. Und wenn nicht, dann kann der Philipp das nachher rausschneiden. Der Kollege Weismann hat in seiner, gemeinhin heutzutage ein Wort ist, was man etwas kritisch benutzt, so, aber es sollte niemals kritisch sein. Der Philipp ist wirklich ein Gutmensch. So. Er ist einfach ein wahnsinnig lieber Kerl und eine schöne Seele. Du meinst, der hat uns gar nicht verdient. Halt mir die Klappe. Andersrum. So. Er zeigt die Klappe, I'm having a moment here. Auf jeden Fall ist mir irgendwann vor Weihnachten ist mir aufgefallen, dass aus meiner Wunschliste ich mir eine Platte bestellen wollte. Okay, Computer von Radiohead. Und mich Amazon darauf aufmerksam gemacht hat, dass, jemand hat dieses Album schon aus seiner Wunschliste gekauft, so ungefähr. Du solltest es lieber jetzt nicht kaufen, Zwinker, Zwinker. Was ich mega krass fand, so, dass das überhaupt kommt. So, summa summarum, Kollege Weißen hat mir das zu Weihnachten geschenkt. So, aber nicht nur das, sondern dann auch noch Suppe und dergleichen. das klingt jetzt, als wärst du super arm oder so. Ich habe keine Suppe. Aber du hast halt so ein Suppenpulver auf deinem Wunschzettel, klar. So. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auch mal den Kollegen Kraus gefragt, so ungefähr, Jürgen, sag mal, hat der Philipp auch für 50 Euro Gesamtwert Weihnachtsgeschenke gekauft? Und der Jürgen so, nein, nicht, dass ich wüsste. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wo dein Geld hin ist, Jürgen. Also ich würde sagen, das war besser angelegt. Hallo, Radiohead.
Es ist also, egal, was das für eine Suppe war. Du hast jetzt die Wahl zwischen Radiohead und Klaus und Klaus und ja, okay, du hast recht. Du weißt, welche Wahl ich treffen würde, immer, zu jeder Zeit. Das ist ja großartig. Ich will dieses Video. Du kannst es haben. Ich will es haben, Kollege, sofort. Ja. Der Kollege Weißmann hat es ja jetzt auch mit deinem kompletten emotionalen Zusammenbruch gemeinsam. Das heißt, das Internet wird es demnächst eh sehen. Alter. Ja, ich hoffe doch. Gut. Jetzt, ja, wie sollen wir jetzt noch 4 Stunden aufnehmen? Ich will keine 4 Stunden aufnehmen.